Vielleicht ist Ihnen ja auch schon mal Folgendes vorgekommen. Sie haben einen Text auf einem Video, so wie hier, und das Ganze ist ein bisschen langweilig. Um da vielleicht ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, möchten Sie den Text jetzt animieren, sodass er so leicht größer wird nach vorne. Dazu gehen wir einfach auf Animation, nehmen Größe anpassen, ziehen das Ganze hier auf unsere Timeline und verlängern das Ganze dann so. Und wenn wir das Ganze dann abspielen, auch später im gerenderten Video, sieht das so aus. Der Text wackelt so vor sich hin und ruckelt und eigentlich ist das nicht schön und entspricht nicht dem, was wir haben wollen. Dazu gibt es einen ganz einfachen Trick. Wir löschen diese Animation wieder und machen aus dem Text eine Gruppe. Ja, Tipp, man kann auch aus einzelnen Elementen Gruppen machen. Da ist dann eben nur ein Element drin. Also ich drücke STRG G und nehme dann wieder diese Animation, ziehe sie hier auf die Gruppe und mache sie lang. Und wenn ich das Ganze jetzt abspiele, wie von Zauberhand, ist die Bewegung, die Animation schön weich und wunderbar.